da seid ihr ja wieder. Tag, Allerseits. Oh Mann, wird doch langsam Zeit, dass du dich blicken lässt. Naja, wenn wir mit deinem Bruder Colleges besichtigen gehen, ist es wichtig, ein vollständiges Bild davon zu kriegen, was jede Schule anzubieten hat. Und bei der letzten ist nebenan eine Bar. Da gibt's für $1 ein Bier und eine Ladung Chicken Wings dazu. Ein gutes College. Ihr seid zur Besichtigung nicht mal mitgekommen. Ach, Schatz, es klang nach ganz viel Laufen und das konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Habt ihr mir was mitgebracht? Na klar, ein neues Puppenglas für deine Sammlung. Cool! Findet ihr daran nicht irgendwas falsch? Ja, du hast recht. Spül es noch aus, Tina! Dich haben wir auch nicht vergessen, Lauren. Wir haben dir ein Zimtbrötchen gekauft. Aber dann haben wir dich doch vergessen und es selbst gegessen. Kannst die Tüte ruhig wegwerfen. Ihr beide müsst wirklich nicht auf jede College-Besichtigung mitgehen. Doch, 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 doch. Es ist unsere Pflicht, die Colleges in Augenschein zu nehmen. Am Wochenende könnte ich mit Hakim und seinen Eltern zu Ball State gehen. Nochmal, wie sagst du, heißt dieses College? Ball State. Ah, verstehe. Wir begleiten dich natürlich zur... Was sagtest du gleich? Ball State. Wie heißt das College? Ball State. Ich verstehe. Geh schon auf, Brian, geh! Was ist, Lauren? Hast du Hummeln im Hintern? Nein, warum? Weil man es fast denken könnte. Entschuldige, Schatz. Tut mir leid. Hast du immer noch diesen Ausschlag? Ja, dieses Zeug, was du mir gegeben hast, hilft nicht. Dann rufe ich gleich morgen Dr. Kevin an und mache einen Termin für dich aus. Wieso muss ich immer noch zu einem Kinderarzt? Ich bin 15 und würde gern zu einem Arzt mit Nachnamen gehen. Becker hat einen guten Arzt, der spezialisiert ist auf Heranwachsende. Sag mir Bescheid, wenn er ein Mittel dagegen gefunden hat. Bitte. Okay, du hast recht, ich sehe es ein. Für einen Kinderarzt bist du wirklich zu alt. Meine Tochter wird endlich eine junge Frau. Hoffentlich bist du eines Tages auch ein Vorbild für deine eigene Tochter. Und jetzt entschuldige mich, ich brauche eine Dusche. Mein Bauchnabel klebt noch von der Schlagsahne. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, cause you make me happy. Sieh mal, diese ganzen Broschüren. Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, ungeschützter Geschlechtsverkehr. Klingt nach der Nacht, in der Brian entstanden ist. Wieso tut es so weh, wenn ich pinkle? Bitte sag mir, dass du das nur vorgelesen hast. Ja, natürlich. Na, mein Schatz, wie war's denn? Ganz gut. Lauren, warte hier. Ich rede noch kurz mit deinen Eltern. Okay. Keine Angst, Lauren, deinem Hinterteil geht's bald besser. Apropos Hinterteil, wir sehen uns das gleich mal an. Was? Den hinteren Teil der Praxis. Sehr lustig. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass dieser Ausschlag was Ernstes ist. Dann finden Sie das genau wie wir auch eher lächerlich. Ich hätte Lauren nicht näher gefragt, aber manchmal kann so ein Ausschlag durchaus symptomatisch für größere Probleme sein. Bitte, größere Probleme? Ja, Mr. Miller. Zumindest konnte ich bei Lauren raushören, dass Sie, sagen wir, emotionaler Art sein könnten, die man aber mit einer Therapie und Medikamenten hinkriegt. Emotionaler Art zum Beispiel? Nun ja, Ihre Tochter hat Ängste in Bezug auf die Schule, ist oft sauer auf ihre Geschwister und sie hasst Autorität. Ah, anders ausgedrückt heißt das also, sie ist ein Teenager. Laurens großer Bruder hat die gleichen Anzeichen. Ich glaube, es könnte ein bisschen mehr dahinter stecken. Sie ist wahrscheinlich depressiv. Natürlich ist sie depressiv. Sie hat einen verkrusteten Ausschlag am Hintern. Mit unserer Lauren ist alles in Ordnung. Natürlich ist sie manchmal launisch und kann auch ziemlich wütend sein und flippt auch oft aus. Aber Sie wissen doch, der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit von... Es gibt wahrscheinlich keinen Grund zur Sorge, aber für alle Fälle gebe ich Ihnen die Nummer eines Psychiaters. Vielen Dank, Frau Doktor. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber wir kennen unsere Tochter besser als Sie. Und bei allem Respekt, Sie übertreiben da wohl etwas. Sehen Sie, genau das hatte ich gemeint. Der Apfel, der Baum. Und letztgenannter ist in dem Falle eine Person. Bill, der Baum kann dich hören. Ich habe nachgedacht, Bill. Was ist, wenn an dem, was die Ärztin gesagt hat, was dran ist? Tja, wenn du mich fragst, Ärzte verschreiben zu oft und zu gern Medikamente. Ich meistere mein Leben noch auch ohne stimmungsaufhellende Mittelchen. Oh, Mama.
Daddy? Sekunde, Schatz, wir sind eben erst zur Tür rein. Und das bedeutet, Daddy ist erst dann ansprechbar, wenn er genau... Ja. Ach ja. Denk doch mal nach, Bill. In letzter Zeit war Lauren oft ganz schön zickig. Vielleicht ist das ein Symptom für irgendetwas. Oh, niemand in diesem Haus braucht einen Psychiater, Judy. Hallöchen. Jedenfalls niemand, der in diesem Haus wohnt. Wer hat einen Psychiater nötig? Laurens Ärztin ist der Ansicht, dass sie ein bisschen depressiv ist. Wow. Ach du Schande. Depressiv? Was werdet ihr tun? Tja, wir behalten sie im Auge. Und wenn wir sehen, dass was nicht stimmt, gehen wir darauf ein. So, so, Judy, du warst nicht immer die Beste darin zu bemerken, wenn jemand, der dir sehr nahe steht, irgendwann dringend Hilfe braucht. Ach ja, wer denn? Tja, jemand, mit dem du zusammengewohnt hast. Jemand, der einmal Wochen in seinem Zimmer verbracht hat und einen Vers geschrieben hat, der ungefähr so ging. Ich bin ganz allein auf dem weiten Ozean. Gab's je eine Seele, die so traurig war, wie ich es bin? Mom? Meine Güte! Ich war das! Ich war schwer depressiv während der Highschool-Zeit. So wie jeder, dessen Leben du gestreift hast. Es gibt jedenfalls gewisse Warnsignale, die ihr vielleicht übersehen habt. Und die wären? Gab's vielleicht Veränderungen bei Laurens Noten? Sie hat eine 3- zu einer 3+ gemacht, aber wir haben sie erwischt. Ihre Noten sind leider etwas abgerutscht, aber Lauren liebt ihren Kunstkurs. Mhm. Ist das ihr Zeichenblock? Ja, wieso? Habt ihr euch ihre Zeichnungen richtig angesehen? Einige finde ich ziemlich beunruhigend. Du hast recht. Sie zeichnet grauenvoll. Nein, Judy, keins von diesen Mädchen hat Hände. Im Psychologiekurs haben wir gelernt, wenn ein Kind Gestalten ohne Hände zeichnet, drückt es ein Gefühl der Hilflosigkeit aus. Wirklich? Hm. Bill! Möglicherweise kann sie nur keine Hände zeichnen. Hast du daran schon gedacht? Oh, ich wusste gar nicht, dass die in eurer Kloschlüsselabteilung jetzt auch Psychologiekurse anbieten. Wir werden Lauren im Auge behalten, beobachten, ob sie depressiv wirkt. Stimmt irgendwas nicht an mir? Nein, nein, du siehst klasse aus. Blenden, Schatz. Wunderbar. Wirklich hübsch, Lauren. Du entwickelst dich ganz toll. Eine richtig nette Figur bekommst du. Können wir vielleicht über etwas anderes reden? Sicher, genau das wollen wir. Wenn es hier irgendetwas gibt, über das du reden möchtest, wir sind immer für dich da. Ja, wir sind deine Familie. Du kannst jederzeit zu uns kommen. Und falls gerade der Fernseher läuft, wird nur während der Werbung geredet. Was wir versuchen, dir zu sagen, ist, du bist nicht allein auf dem weiten Ozean. Weißt du, wer noch da ist? Rate mal, wer. Ich bin es. Danke. Also wirklich, nette Figur. Können wir von was anderem reden als von meiner Figur? Irgendwas stimmt doch mit den dreien nicht. Ich schätze, sie trinken zu viel und denken zu wenig. Es ist ganz merkwürdig. Sie sind super nett zu mir. Ich finde das echt beängstigend. Oh, sie denken, du wärst depressiv. Was? Ich habe gehört, wie sie darüber gequatscht haben. Kriege ich deine Anlage, wenn sie dich wegsperren? Warte. Die denken, ich habe einen Knall? Diese Spinner? Tja, du hättest mal sehen sollen, wie sie sich in der College Bar aufgeführt haben. Ich sag ihnen mal, dass alles in Ordnung ist mit mir. Halt, Sekunde. Was denn? Naja, wenn wir das richtig ausspielen würden, hätten wir vielleicht beide etwas davon. Ich verstehe nicht, Brian. Tja, ich habe da so eine Idee, aber damit die funktioniert, müssten Mom und Dad schon einigermaßen bescheuert sein. Sieht so aus, als hätten wir gute Chancen. Daddy, da ist ein Hummel in meinem Zimmer. Kannst du sie vielleicht... Wie war das mit Daddys Kaffee, Schatz? Hm? Du bist erst wach, wenn du genau da bist. Genau, mein Engel. So, bis nachher. Hey, 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 wo willst du denn hin damit? Ach, kümmert euch nicht drum. Ich soll euch davon gar nichts erzählen. Wovon redest du? Ich bring die Sachen hoch zu Lauren. Sie will in ihrem Zimmer bleiben. Bill, hast du das gehört? Er will Lauren das Frühstück ins Zimmer bringen. Gut, kannst du die Hummel erledigen, wenn du schon oben bist? Wieso will sie heute nicht runterkommen? Keine Ahnung. Sie war so komisch in letzter Zeit. Fast als wäre sie depressiv oder so. Um ehrlich zu sein, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass wir am Wochenende wegfahren, aber diese College-Besichtigung ist auch wichtig. Welches College war das nochmal? Weißt du genau. Ich habe euch nichts erzählt, okay? Hey, Bill, das klingt irgendwie gar nicht gut. Lauren, bist du so nett und kommst mal runter? Was hast du vor? Sie soll sich auf die Couch setzen und ich werde sie fragen, ob sie depressiv ist. Du solltest wirklich vorsichtig sein, wenn du mit solchen Wörtern um dich wirfst.
Wenn man jemanden in so eine Schublade steckt, kann es passieren, dass er sich schlechter fühlt als vorher. Das passierte meinem Cousin Larry, der Knalltüte. Wir rufen den Psychiater an. Nein, das tun wir nicht. Nur die Ruhe. Lass mich das in die Hand nehmen. Bitte? Hat mich jemand gerufen? Könntest du bitte herkommen, Schatz? Ich versuch's. Du siehst etwas bedrückt aus. Ach, mir geht's gut. Du bist ja noch nicht angezogen. Oh, wozu die Mühe? Ich fühle mich wie ein fetter Klops. Nein, da sitzt ein sehr hübscher junger Teenager. Dad, wie kannst du sowas sagen, wo ich auch hinsehe? Alle Mädchen sind 100-mal hübscher, als ich es bin. So wie, ich weiß auch nicht, so wie die, die alle hier in diesem Katalog abgebildet sind. Die sind doch nicht hübscher als du. Was erzählst du da? Niemals könnte ich so aussehen. Natürlich hat das auch viel mit den Klamotten zu tun, Daddy. Ja. Wir könnten dir ein paar neue Sachen kaufen. Was? Wirklich? Bill? Hey, 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 wenn sich meine Kleine dann besser fühlt, werden wir genau das tun. Lauren, würde es dir denn mit neuen Klamotten tatsächlich viel besser gehen? Ich denke schon. Was hältst du vom Wochenende? Ich dachte, da wolltet ihr wieder zu einer College-Besichtigung fahren. Ja, wollten wir, aber das hier ist nun mal wichtiger. Und wir werden Brian sagen, dass er da allein hinfahren muss. Was? Hörte ich da gerade meinen Namen? Brian, tut mir leid, aber wir können dieses Wochenende nicht das College mit dir besichtigen. Ach, das ist wirklich schade. Ich bringe euch ein Schnapsglas mit. Aber eins, wo Ball State draufsteht. War toll, das Shoppen gehen, oder? Ja, mir geht's schon etwas besser. Sicher tut es das. Daddy weiß doch, wie man deine schlechte Laune verschwinden lässt. Tja, zusammen mit unserer Kohle. Ich geh ran. Hallo? Hey, ich bin's. Oh, hi, Becker. Wie sieht's aus? Kaufen Mom und Dad uns die Geschichte ab? Tja, ich weiß noch nicht so richtig, Becker, ob ich auf sowas heute Abend Lust hab. Du Ärmste. Hakim und ich haben uns fürs Fakultätsteetrinken eingeschrieben. Amüsiert ihr Mädchen euch gut, okay? Witzbold. Ja, danke. Mach's gut. Worum ging es? Ach, Becker hat gefragt, ob ich sie nachher besuche, aber ich habe irgendwie keine Lust drauf. Du solltest hingehen. Es wäre gut für dich, wenn du heute Abend mit deinen Freundinnen quatschen würdest. Wisst ihr, es könnte dann später werden und ich habe ja meine Sperrstunde. Vergiss es, mein Schatz. Geh einfach. Du kannst bis Mitternacht bleiben, nicht länger. Na gut, dann werde ich gehen. Wird bestimmt lustig. Tja, anscheinend fühlt sie sich besser. Du hattest recht, ein wenig Aufheiterung tut dir gut. Da sind wir zwei Hübschen. Na, wie war's im Zoo? Das war super lustig. Wir haben Vögel gesehen und Affen. Ja, und zwei Flusspferde. Das eine ist auf das andere aufgeklettert. Es wollte ihm den Rücken kratzen, Mäuschen. Es war ein freundliches Rückenkratzen, auch wenn es etwas brutal ausgesehen hat. Wow, ihr wart wohl fleißig shoppen. Naja, Lauren hat ein paar neue Klamotten gebraucht. Ah, für Beckers Party. Party? Becker macht keine Party? Doch, tut sie. Ihre Mom ist heute nicht in der Stadt, also gibt sie heute eine Poolparty. Sogar mit Jungs. Was? Sie hat nichts erzählt von einer Party? Sie hat gesagt, ihr glaubt, dass sie traurig ist und deswegen darf sie hin. Ach du meine Güte. Bill, glaubst du, sie hat uns... Ja, das kleine Biest hat uns ein bisschen verarscht. Diese hinterlistige Schlange mit Lauren ist alles völlig in Ordnung. Halt, halt, halt. Nun zieht ihr aber voreilige Schlussfolgerungen. Habt ihr denn die Zeichnungen vergessen? Die deuten wirklich auf ein Kind hin, das ziemlich verstört ist. Das sind meine. Nein, Schatz, das ist Laurens Zeichenblock. Sie hat ihn mir gegeben. Hast du diese Bilder gezeichnet? Ja. Wir haben gesehen, dass keines dieser kleinen Mädchen hier Hände hat. Ist das, weil du dich vielleicht unsicher oder ein bisschen schwach fühlst? Nein, weil ich noch keine Hände zeichnen kann. Ach, wirklich? Was für eine simple und logische Erklärung, hm? Ist voll cool, dass du diese Partys machen kannst, Becker. Ja, ich hab echt Glück. Meine Mom hat eine Affäre mit ihrem Chef und sie ist fast nie zu Hause. Ich find's klasse. Lauren, deine Mom kommt gerade. Ja, ein prima Witz. Glaub mir, sie ist da. Liebling, Lauren. Ich glaub's ja nicht. Hallo, Mom. Weißt du was?
Ich war noch keine 10 Sekunden hier, da artete das in eine Poolparty aus. Mann, ich wollte nur mal nach dir sehen, weil du vorhin so ein bisschen traurig ausgesehen hast, als du gegangen bist. Nein, mir geht's gut, du kannst wieder gehen. Ja, wirklich? Oh, weißt du was, du hast deine Po-Ritzensalbe vergessen, Becker. Kannst du bitte Laurens Po-Ritzensalbe in den Kühlschrank legen? Man muss sie laut Aufschrift kühl lagern, diese Po-Ritzensalbe. Mom, hör auf damit, Po-Ritzensalbe zu sagen. Ich hab ne Idee. Ich halte das Handtuch davor und dann kannst du dir deine Po-Ritzensalbe gleich hier auftragen. Jetzt bitte nicht zu Lauren gucken, obwohl sie schon nette Kurven hat, meinst du nicht? Schon verstanden. Schluss, ist ja gut. Ich hab gelogen, du hast mich erwischt. Wenn du mich bestrafen willst, lass uns nach Hause gehen und fertig. Nein, wie wär's denn, wenn du ein bisschen lächelst? Vorhin hast du noch so depressiv gewirkt. Ich weiß, was lustig ist. Tanzen. Wer von euch kennt den Ententanz? Schluss, Mom, es geht mir sehr gut. Ich hab nur so getan, als ob es mir schlecht geht, damit ihr mir Klamotten kauft. Ich bin froh, dass du mir endlich die Wahrheit sagst. Können wir vielleicht von hier verschwinden, bevor alles noch schlimmer wird? Bitte, ich gehe deinen Vater suchen. Dad ist hier? Hallo, Lauren. Oh nein! Achtung, eine wichtige Durchsage. Es gibt eine aktuelle Tsunami-Warnung für die folgenden Landkreise. Den hier. Das war eine verrückte Poolparty. Weißt du, Lauren, viele Dinge, die wir da gemacht haben, sollten dich blamieren. Dass meine Badehose runtergerutscht ist, war nicht vorgesehen. Aber du hast auch einige hübsche Kurven, Schatz. Okay, siehst du, mich stört's nicht, das zu hören. Ich kann nicht glauben, was du uns angetan hast. Wie ich schon sagte, es ist Brians Idee gewesen. Wir werden das mit Brian schon regeln. Hast du die leiseste Ahnung, was für Sorgen wir uns um dich gemacht haben? Ich sagte doch, dass es mir leid tut. Geh nach oben und hol das ganze Zeug, das wir dir gekauft haben. Meinetwegen ist doch egal. Das wird auch nicht helfen, weil ich immer noch ich bin. Das kaufe ich dir nicht ab, mein Kind. Aber ich habe ja genug anderen Plunder gekauft. Eine Sekunde, Bill. Was meinst du damit, dass du noch du bist? Nichts. Vergiss es. Ich gehe jetzt ins Bett. Lauren, komm her. Komm wieder runter. Okay, bevor du angefangen hast, Dad und mich zu verschaukeln, dachte deine Ärztin, dass du vielleicht ein bisschen depressiv seist. Ist das so? Nein! Nein! Keine Ahnung, habt ihr denn nichts anderes, worüber wir reden können? Nein, es ist wichtig, darüber zu reden. Es gibt nicht das Geringste zu bereden. Ich hasse einfach alles in meinem Leben, verstehst du? Ich hasse es, wie ich aussehe. Ich hasse die Schule. Das ist nicht wahr. Du liebst doch deinen Kunstkurs. Den habe ich neulich hingeschmissen. Aber du hast dich doch so angestrengt und so gefreut, dass du reingekommen bist. Und dann stelle ich fest, wie sauschlecht ich darin bin. Genauso schlecht wie in Musik und in Tanzen. Ich bin in allem, was ich tue, eine Niete. Ich kann diese Nachfragerei nicht mehr hören. Lass mich einfach nur in Ruhe. Lauren, wenn du mit uns nicht reden willst, vielleicht möchtest du mit einer anderen Person sprechen. Wow. Es gibt nur einen, mit dem meine Kleine reden sollte, um sich wieder besser zu fühlen, und das ist ihr Daddy. Hör zu, Schatz. Wenn ich mal mies drauf bin, versuche ich mich selbst ein bisschen aufzumuntern. So wie ich das sehe, ist man immer nur so glücklich, wie man es selbst zulässt, mein Schatz. Also, versuch's einfach mal. Einverstanden? Wer hat alles Hunger? Wie soll ich einfach mal eben glücklich sein? Nur als Beispiel, beschert dir das Leben mal Saures, mach dir eine Limonade. Was soll das denn bedeuten? Das bedeutet, wenn dir mal was Schlechtes passiert, dreh es um und mach was Gutes draus. Und wie soll das gehen? Beispielsweise, indem du versuchst, nicht so traurig zu sein. Aber wenn du dich nur mal so fühlst, wie veränderst du, wie du dich fühlst? Mach dir einfach eine Limonade, drück ich mich so unklar aus? Es wäre sicher besser, wenn wir diesen Facharzt anrufen. Ich hatte dir gesagt, dass ich meine Kleine nie dafür genieren muss, zu einem Therapeuten zu gehen. Also, da ist doch gar nichts Schlimmes dran. Ich kenne einige, die zum Therapeuten gehen. Wirklich? Ja. Du würdest einem Fremden deine Probleme erzählen? Nicht falsch verstehen, aber genau das halte ich persönlich für die bessere Lösung. Na gut, Lauren. Wir rufen da an, gleich morgen früh. Danke, Mom. Mein kleiner Liebling. Gott. Ein Therapeut, wow. Nur keine Angst, Bill. Wir machen das Richtige. Es wird ihr gut tun. Ich weiß nicht, aber Lauren, zu so einer Therapie zu schicken, ist wie zuzugeben, dass wir sie falsch behandelt haben. Bill.
Phil, du hast doch vorhin auf dieser Poolparty vor aller Augen eine Arschbombe gemacht. Wir haben ein bisschen was falsch gemacht. Es ist nur das Zugeben, was ich nicht ausstehen kann. Die ganze Sache mit Lauren war ein echtes Alarmsignal. Absolut. Unsere Kinder müssen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Mhm. Na, Tina, wie geht es dir denn? Ja, wie war's heute in der Schule? Ihr wisst doch, wann ich ansprechbar bin. Genau hier. Ha ha ha!